It's Trivia Time! Return of the Living Dead. 4 und 5 wurden back-to-back gedreht und für einiger Zeit war sogar Toby Hooper als Regisseur vorgesehen. Dann allerdings ging man scheinbar den nächsten logischen Schritt und klopfte bei Ellory Alkayem an, den Regisseur, der 3 Jahre zuvor den Film A Rack Attack gemacht hat. Diesen eigentlich meiner Meinung nach relativ coolen Spinnen-Horror-Comedy-Verschnitt mit David Arquette. Dann war allerdings 3 Jahre Sendepause, dann kamen die beiden Return of the Living Dead Filme, dann war 5 Jahre Pause und danach hat er 2009 noch ein Trouble ohne Puddle Direct-to-Video Sequel geliefert und danach ist seine IMDb-Filmografie leer. Großkarriere machen stelle ich mir etwas anders vor. Aber egal, 3-mal dürft ihr an der Stelle natürlich raten, wie der Film Return of the Living Dead 5 Rave to the Grave anfängt. Genau, mit Credits und einem fahrenden Auto. Wie spannend, aber cool finde ich an der Stelle jetzt schon, dass der Film wirklich direkt an das Ende vom 4. Teil anschließt, weil den Teil, den ich euch quasi beim Review vom 4. Teil vorenthalten habe, weil er da eigentlich mäßig Sinn gemacht hat, ist, während das Militär die Zombies niedergemäht hat, hat sich Peter Coyote das letzte Trioxin-Fass geschnappt, hat das auf sein Auto geladen, in irgendwie einem Gang, der ausgesehen hat wie in irgendeinem Bungalow-Komplex, wo jemand einfach so eine einen Papierbanner angebracht hat, wo Hybrid-Tech draufsteht. Man merkt, dass es sich dabei um einen Multimilliarden-Dollar-Konzern mit quasi Weltherrschaftsambitionen handelt. Egal, er hat natürlich dieses Fass geklaut, ist damit weggefahren und da setzt jetzt der 5. Teil ein, dass er mit diesem Fass zu quasi potenziellen Käufern fahren möchte. Aber an der Stelle wirklich gesagt, das ist echt das allerletzte Trioxin-Fass, das es gibt, oder? Die Käufer wollen natürlich, bevor sie das Fass kaufen, wollen sie es auch testen. Eine Leiche liegt direkt vor ihnen und sie meinen, die Frau ist gestorben, wie sie mit dem Auto in den Swimmingpool gefahren ist. Ganz ehrlich, warum gibt's an der Stelle kein Flashback CSI-technisch, dass mir das zeigt. Wie zum Teufel kann man mit dem Auto in den eigenen Swimmingpool fahren und dort ertrinken? Kann man nicht einfach raus? Ich meine, ich weiß, dass Wasserdruck ziemlich extrem ist, aber mit 1 Meter Tiefe und ist da nicht irgendjemand anderer in der Nähe, der einen retten könnte? Ich weiß jetzt nicht, ob wirklich Swimmingpools derartig teuflische Malströme an autoverschlingenden Ungetümen sind. Lassen wir das. Es passiert aber blöderweise nichts, das Trioxin wirkt nicht, deswegen testen sie das Fass einfach an 2 anderen Leuten. Eine wirklich super tolle Idee, wir testen das Fass jetzt einfach so lange, bis es leer ist. Ganz ehrlich, dafür, dass die Leute das Fass kaufen wollten, sind sie jetzt dann von den Auswirkungen dieser Trioxin-Inhalation doch ein bisschen überrascht. Es kommt zu einigen blutigen Kills mit relativ gut gemachten Effekten und ganz offensichtlich wollte Peter Coyote, nachdem er den 4. Teil gesehen hat, ganz dringend aus dem Franchise aussteigen. Julian erfährt auf jeden Fall dann von dem Tod von seinem Onkel Charlie, in dem, muss man sagen, das ist wirklich der herzerweichendste Teil des Films, wie Julian mitgeteilt bekommt, dass sein Familienmitglied verstorben ist. Er hat Sportunterricht, es kommt jemand, gibt dem Sportlehrer einen Zettel, der Sportlehrer schaut den Zettel an, faltet ihn zusammen, gibt den Zettel Julian, schickt alle anderen weg und Julian steht dann ganz alleine da und darf diesen Zettel ganz alleine lesen. Einfühlsam, oder? Aber ich meine, gut, Julian nimmt das Ganze auch relativ gelassen, was mich ehrlich gesagt nach den Ereignissen im 4. Teil auch mäßig wundert, weil er hat ja versucht, ihn zu töten. Und er meint dann aber später, was mich ein bisschen wundert, so Continuity-technisch, weil ich meine, ganz ehrlich, wenn Sequels 20 Jahre später produziert werden und es haut die Continuity vielleicht nicht perfekt hin, dann kann ich das ansatzweise noch irgendwie verstehen, aber wenn 2 Filme back-to-back gedreht werden und im 4. Teil erklärt Peter Coyote quasi Julian den kompletten, geheimen, gemeinen Plan von Hybrid-Tech und im fünften Teil meint er dann, ich weiß gar nicht, woran mein Onkel gearbeitet hat. Generell irgendwie hat er, scheint mir, keine Erinnerungen an die Zombies und die ganzen Freunde, die gestorben sind im 4. Teil. Das Einzige, was er hat, ist die anderen Überlebenden aus dem 4. Teil sind mit ihm in diese Schule mitgegangen. Dieser einfühlsame, tipptopp tolle Sportlehrer heißt übrigens Coach Savini.
Martini. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Omen ist für die Qualität der Special Effects, die wir in dem Film zu Gesicht bekommen. Julian fährt nach Hause, findet am Dachboden von seinem Onkel noch Trioxin 5 Fässer, weiß aber natürlich nicht mehr, was dort drinnen ist, weil er hat ja noch nie mit sowas zu tun gehabt. Aber es muss ich zugeben, ist relativ clever, dass er das Fass nicht zur Kontrolle aufmacht, weil Julian, auch wenn er mit den Zombies an sich konfrontiert war, hat ja wirklich noch nie erfahren, dass diese Fässer, was mit den Zombies zu tun hat. Wir sehen dann in der nächsten Szene einige Cops, also zwei Cops im Auto, unsere Comic Relief Charaktere des Films. Sie haben den Auftrag, die letzten übrigen Trioxin 5 Fässer zu finden und im Dialog erfahren wir, dass sie zuletzt erst 55 davon gefunden haben. 55! Nachdem diese Fässer vom Militär komplett vernichtet wurden, wie viele Fässer müssen von diesen Lastwegen im zweiten Teil gefallen sein, wenn alleine diese beiden Intellektamöben 55 davon gefunden haben? Ich meine, so clever können sie gar nicht sein, weil sie denken sich, oh, wo könnten wir diese Fässer von Onkel Charlie finden? Nein, wir kommen jetzt an der Stelle nicht auf die Idee, einfach bei ihm zu Hause nachzuschauen. Nein. Am Abend übrigens, gibt's dann in der Nähe von der Schule eine Party mit dem besten DJ aller Zeiten, weil der kann sogar Musik spielen, ohne dass seine Turntables eingesteckt sind. Julian zeigt Cody, der in dem Film quasi die Rolle des Wissenschaftlers übernimmt, die Fässer, wo diese rote Diode immer noch blinkt nach fast 30 Jahren. Wie gesagt, die beste Batterie aller Zeiten. Die Cops finden dann tatsächlich das aller letzte Trioxin 5 Fass, das noch in der Wohnung von Onkel Charlie gelagert wird, und streiten sich dann, in welcher Reihenfolge sie diesen Erfolg feiern und sich vor dem Fass fotografieren. Ganz ehrlich, wie wär's einfach mit einem Selfie mit euch beiden? I found the most dangerous thing in the world. But first, let me take a selfie. Cody untersucht in der Zwischenzeit den Inhalt von den Fässern. Die chemische Zusammensetzung von Trioxin 5 ist übrigens ähnlich wie die von Ecstasy. Das ist absoluter Blödsinn. Einer von diesen, könnte man sagen, Junkies in der Schule. Ich meine, ganz ehrlich, die Schule hat ein größeres Drogenproblem als die Rolling Stones. Einer tunkt seinen Finger sofort in diese Lösung ein und kostet ihn, hat danach den Trip seines Lebens. Ganz ehrlich, wie kann das sein, dass alle, die bis jetzt mit diesem Trioxin-Teil in Verbindung gekommen sind, sofort zu Zombies mutiert sind und er kann das einfach... Oh, ich will noch einmal. Ich weiß es nicht. Cody will das Ganze auf jeden Fall als Drogen herstellen und verkaufen. Sie wird dann quasi so eine Art Breaking Bad für ganz Arme. Der Dealer beschreibt die Droge als sie, weil ja quasi so wie Zombies man einfach dort nur herumsteht. Es gibt schlurfende Zombies, kriechende Zombies, kletternde Zombies, laufende Zombies, aber stehende Zombies. Ich meine, gut, ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie wirklich ihre gesammelte Zombie-Expertise aus Abraham Lincoln vs. Zombies nehmen. Egal, jetzt weiß ich auf jeden Fall, was mir bis jetzt in dem Franchise gefehlt hat. Witze über Durchfall und Blähungen, als würde einem das nicht sowieso schon oft genug einfallen, wenn man sich so einen Film anschaut. Ja. Ach, so hört sich das also in dem Film an, wenn sich Leute in Zombies verwandeln. Ha! Egal, die ersten zwei Zombies meinen dann, wir sind Kumpel, wir sollten alles teilen. Genau, vor allem wenn es um innere Organe geht. Ja, was ich vorher in der Auflistung ganz vergessen habe, war... Sprechende Zombies! Nicht einmal Warm Bodies hat sich das getraut, aber gut, zum Glück hat der Film, obwohl er back-to-back gedreht wurde und ein direktes Sequel ist, nicht ein komplett anderes Konzept als Return of the Living Dead 4. Außerdem, wer schon immer mal sehen wollte, wie ein Zombie mit einer E-Gitarre geköpft wird,
Return of the Living Dead 5 ist euer Film. Vorher übrigens wurde eine Darstellerin namens Becky gekratzt. Die ist in der Zwischenzeit mit ihrem Freund im Auto. Sie verwandelt sich, sagt Brains und macht sich dann an, ihm zu schaffen. Becky, ich glaube nicht, dass das der richtige Ort ist, um ihm sein Gehirn auszusaugen. Vor allem nachdem dann ihrem Freund Artie quasi dasselbe Schicksal blüht wie Weasel in The Last House on the Left. Es gibt am Abend ein großes Rave-Event. Ja, ich meine, ganz ehrlich, die Drogen, die dann dort auftauchen, sind sicherlich kein größeres Problem, als wenn sich Freddy und Jason dort duellieren. Warum es allerdings notwendig ist, so lange den Aufbau von diesem Event zu zeigen, weiß ich nicht so ganz. Das gibt mir nur Zeit, um mich zu fragen, ob sie wirklich eine Genehmigung dafür haben und wie sie das alles dürfen und wie sie das Budget dafür aufstellen können. Blabli, bla bla. Der Dealer hat dann während dem Aufbau irgendeinen Drogenrausch und sieht ein, muss ich zugeben, wirklich interessantes Remake von Teuflisch. Dann wird er allerdings von Becky und Artie attackiert. Die beiden werden mit einem Kabel gefesselt, in dem andere einfach um sie herumlaufen und dann quasi zu zwei Kiffern hinten ins Auto gesetzt, damit sie die wegfahren. Christina Loken übrigens, hat ein Auto gelenkt, in dem sie durch einen Polizisten durchgegriffen hat und das Lenkrad bedient hat. Diese zwei Zombies, die jetzt da auf der Rückbank sitzen, müssen sich nur vorbeugen und die Leute, die vorne sitzen, beißen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das Ganze so schlimm ist. Aber gut, durch die Comic Relief Polizisten ist der Film zumindest wieder etwas mehr Komödie als der vierte Teil. Muss allerdings auch zugeben, es ist nicht wahnsinnig lustig, wie dann diese Polizisten ihre Sitze absenken, wenn das Auto vorbeifährt. Man kann sich das ungefähr so toll vorstellen, wie wenn ich jetzt da sitzen würde und plötzlich einen Gag machen würde. Oh, da oben kommt jemand. Möglicherweise wissen wir jetzt, für wie hoch die Produzenten von diesem Film unseren IQ einschätzen. Egal, wir sehen die neueste Errungenschaft der Militärtechnik von vor 30 Jahren, nämlich ein sich selbst öffnendes Trioxin 5 Fass. Offensichtlich dürfte es aber von denen schon einige gegeben haben, weil im Finale von Return of the Living Dead 3 ist das ja auch das ein oder andere Mal passiert. Auf jeden Fall steigt aus diesem Fass, das jetzt quasi für die Drogenherstellung verwendet wurde, ein wirklich, wirklich genial ausschauender Zombie, quasi eine Hommage an den klassischen Brains Zombie aus dem ersten Teil. Komisch, finde ich das jetzt dann wirklich, sich die Zombies, die hinten auf der Rückbank sitzen, einfach nur nach vorbeugen und die Leute auf den Vordersitzen beißen. Das wäre ja fast so, als wäre die Idee, dass man sie da hinten hinsetzt, absolut geisteskrank und bescheuert gewesen. Die Cops sind natürlich dem Auto nachgefahren, sprengen dann das Auto mit einem leeren Raketenwerfer in die Luft, weil wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass die Sonne quasi durch das Rohr durchscheint. Ups, wir sehen aber, dass die Cops offensichtlich für ihre Operationen wirklich gutes Budget haben, weil statt dass sie einfach hingehen und die Zombies mit zwei Kopfschüssen erledigen, verschwenden sie gleich eine komplette Rakete, abgesehen natürlich davon, dass sie das auf einer Bundesstraße am helllichten Tag machen und dass es dort natürlich niemandem auffällt und kein anderes Auto vorbeifährt und wahrscheinlich auch niemand irgendwann einmal sehen wird, dass am Straßenrand ein ausgebranntes, in die Luft gesprengtes Auto steht. Egal! Jenny findet dann das offene Fass und sieht quasi, dass die vorher absichtlich mit dem Virus infizierten Ratten alle scheinbar zu Zombie-Ratten mutiert sind. Also, glaube ich halt, weil das Budget von dem Film hat zwar für ein explodierendes Auto gereicht, aber offensichtlich nicht für Ratten-Make-up. Deswegen können wir an der Stelle nur sehen, wie die Käfige, also quasi das obere Drittel der Käfige dürfen wir sehen. Und mit seiner freien Hand muss halt der Kameramann den Käfig schütteln. Auch eine Idee. Ah, okay, also das kann es auch nicht gewesen sein, weil eine Minute später sehen wir dann die Ratten, die einfach noch ganz normal ausschauen. Langweilig! Egal, die Zombies verteilen sich in der Zwischenzeit schon über dem Schulgelände. Sie sehen einige Cheerleader, ein Zombie meint Brains und beißt einer der Cheerleaderinnen in den Hintern. Falsches Ende. Das
Gehirn ist das, wo was Gutes rauskommt. Also, im Idealfall. Gut, so wie sie reinschaut, kann ich schon verstehen, dass du die zwei Sachen verwechselt hast. Das ist durchaus verständlich. Egal, dann tauchen die Cops auf, dezimieren die Zombies. Jetzt übrigens verrät ihnen Julian von dem Fass, was er vorher ja geleugnet hat. Sie stellen das Fass sicher. Blöderweise sind allerdings noch einige Drogen im Umlauf und für den Rave am Abend vorbereitet. Ha! Ah, der Brains-Zombie steht in der Zwischenzeit schon mit dem Schild am Straßenrand als Autostopper. Genau, den würde ich sicher sofort mitnehmen. Abgesehen jetzt einmal davon, dass... Was? Woher kann der Brains-Zombie schreiben? Woher kommt irgendjemand auf die Idee, dass er den mitnehmen könnte? Woher kommt er auf die Idee, dass er von irgendjemandem irgendwohin mitnehmen könnte, mitgenommen werden könnte? Und wieso kommt er auf die Idee, dass er nicht einfach in der Schule bleibt, wo er vielleicht das ein oder andere leckere Gehirn inhalieren könnte? Lassen wir diesen Handlungsstrang. Unsere Gruppe ist dann auf dem Weg zum Rave. Jenny meint, vielleicht hat noch niemand Z genommen. Oder der Dealer hat sich am Nachmittag schon voll gepumpt. Ich meine, es gibt Optimismus. Und dann gibt's das. Warte, wie nennen wir das? Ach ja, Blödheit. Die Cops übrigens starten dann den Rest der Gruppe mit Waffen auf. Das Finale von dem Film basiert übrigens hauptsächlich auf dem Gag, dass wir uns quasi auf einer Art Cosplay-Rave befinden, wo alle Leute in seltsamen Outfits zu sehen sind. Das klingt nach einem sehr verzweifelten Versuch, das Publikum zum Lachen zu bringen, weil ganz im Gegensatz zum vierten Teil ist der fünfte eigentlich ziemlich langweilig. Vor allem, wenn ich jetzt einmal daran denke, welchen Wahnsinn Teil 4 aufgetischt hat mit dem Zenobiten-Zombie, mit dem Nemesis-Maschinen, Maschinengewehrteil. Hier gibt es ein paar Zombies, die Leute beißen und ein paar Zombies, die erschossen werden. Ich meine, das Ganze ist jetzt nicht wirklich schlecht gemacht. Die Effekte sind durchaus in Ordnung, aber was wir sehen, ist mehr oder weniger ein durchschnittliches bis unterdurchschnittliches Zombie-B-Movie. Überhaupt nichts Besonderes, wo das Einzige, was einen vielleicht ansatzweise zum Grinsen verleiten könnte, die Kostüme von diesen Cops sind, die wirklich Wahnsinn sind. Damit zumindest Epileptiker was von dem Film haben, gibt's im Finale auch eine Szene mit kompletten Stroboskop, Blitzlicht, damit wir ein kleines bisschen durchknallen können, wenn wir das sehen. Danach kommt ein Polizeihubschrauber, feuert Raketen und Maschinengewehrsalven in die Menge. Ja, so kann man das natürlich auch lösen. Mein Gut, dass man einfach auf Kollateralschaden pfeift, ist ganz egal, nichts Neues quasi, war ja beim ersten Teil schon so. Und am Ende meint dann Julian, puh, das war eine Höllenparty. Genau! Fast alle meiner Freunde sind tot. Cody ist gestorben. Unschuldige Zivilisten wurden von einem Hubschrauber in einen Krater verwandelt. Irgendwie hat Julian, finde ich, ein bisschen eine seltsame Vorstellung von Humor. Mittlerweile übrigens reicht sogar dem Brains-Zombie, der denkt sich, oder wann ist der Film endlich vorbei? Er wirft sein Schild am Boden, geht einfach weg. Und man muss ehrlich sagen, es ist für einen Zombie-Film kein gutes Zeichen, wenn nicht einmal mehr die Zombies was damit zu tun haben wollen. Wir sehen dann ganz am Schluss eine lange Aufnahme, wo der Brains-Zombie weggeht und offensichtlich Schuhe anhat. Und ganz ehrlich, eine Einstellung mehr und wir wären quasi bei einem The Road Prequel gelandet. Aber damit haben wir Return of the Living Dead 5 und quasi damit auch das komplette Return of the Living Dead Franchise hinter uns. Return of the Living Dead 5 Rave to the Grave ist einfach nur ein durchschnittliches Zombie-B-Movie. Nicht mehr und nicht weniger. Der Film hat ein paar nette Effekte zu bieten und man muss dem Film zugute halten, dass sie zumindest im Übermaß handgemacht sind und einen wirklich, wirklich guten Eindruck macht. Was mir ebenfalls gefällt, ist, dass der Film eine direkte Fortsetzung vom vierten Teil ist, dass Schauspieler ihre alten Rollen weiterspielen und dass wirklich die komplette Handlung weiterentwickelt wird. Was mich dann allerdings stört, ist die absolut grenzungeniale Continuity zum vierten Teil, weil sich eben quasi der Hauptdarsteller offensichtlich an gar nichts mehr erinnern kann, was im letzten Teil passiert ist. Außerdem hätten wir ein bisschen auf die Comic Relief Cops verzichten können und zum Lachen gibt's auch vielleicht höchstens durch die Kostüme beim Cosplay Rave am Ende irgendwas. Das Ganze jetzt als Horror-Komödie zu bezeichnen, würde ich übertrieben finden. Das Ganze jetzt als unfreiwillig komischen Zombie-Trash wie den vierten Teil zu bezeichnen, fände ich auch übertrieben. Ich würde jetzt einmal sagen, Return of the Living Dead 5 ist ehrlich gesagt nicht
wirklich Fisch und nicht wirklich Fleisch. Der Film funktioniert als Komödie nicht, weil er nicht wirklich lustig ist. Der Film funktioniert als Horrorfilm nicht, weil er nicht wirklich gruselig ist. Und der Film funktioniert als Trash nicht, weil er keine unfreiwillig komischen Ideen oder sonstigen abgefahrenen Einfälle hat. Dafür ist der Film einfach über weite Strecken relativ schleppend. Die Handlung braucht ziemlich lange, um in die Gänge zu kommen. Man hat zwar schon wirklich, wirklich viel Schlechteres gesehen auf dem Zombie-Markt, aber man hat auch schon wesentlich viel Besseres gesehen. Und Return of the Living Dead 5 ist irgendwie genauso in dem Mittelmaß, wo sich gerade die Filme befinden, die man im Endeffekt am schnellsten wieder vergessen hat.